Hallo Leute und herzlich willkommen auf dem Kanal Stunno Gaming. Und heute mal eine, ich hoffe mal nicht so lange Folge, denn ich möchte heute die 2000 XP hier erreichen. Ich weiß nicht, wie lange das dauern wird. Ich denke mal ziemlich lange. Allerdings starten wir auch direkt mit der Schicht. Da wollen wir hin. Also das wird heute eine XXL Folge. Könnt ihr euch mal reinziehen. Ganz entspannt, also ja. Dann oben sehen wir ja unsere XP. Wir brauchen so ungefähr 700. Dann haben wir das. Und wir fahren nochmal direkt los. Ich hoffe, ihr könnt alles hören. Und was ich jetzt mal kurz machen muss. Weil ich sehe immer, dass irgendwie mein Mikrofon halt. Das ist aus. Wunderbar. So. Es tut mir eben leid, dass ich jetzt hier ein bisschen mache. Allerdings. Nervt das ein bisschen. Weil ich immer hier irgendwie so Geräusch habe. Naja, also fahren wir mal weiter. Nicht machen. Leider kann man hier nicht reinzoomen. Das finde ich ein bisschen schade. Ne? Müssen noch so eine First Person Sicht machen, dass man auch auf den Knopf drücken kann, beispielsweise C, und dass man dann in die Dings reinkommt. Das wäre eigentlich eine ganz nice Sache, muss ich sagen. Ja, aber wir fahren jetzt erstmal ein bisschen mit dem LKW Richtung Amerika. Ja. Yeah. Da ist ein Schild, Das war Hecke. Es gibt hier auch Schaden drinne. Allerdings können die LKWs irgendwie keinen Schaden kriegen. Frag bitte die Spieleentwickler wieso. Aber anscheinend sind die LKWs irgendwie unendlich Dings, also die kriegen keinen Schaden. Und irgendwo kommt eine Polizei. Fahren Sie hier rein mit dem LKW. So, dann einmal hier stehen. So. Und dann fahren wir mal rückwärts raus, würde ich sagen. Brems, du scheiß LKW. Der will mich doch verarschen. Dieser LKW fährt nicht. Das ist ja Müll. Das ist einfach ein Rotzmüll-LKW. Hub nicht. Scheiß Drecksauto. Ah, jetzt. Ich fahr mal rückwärts. Bruder. Fahr doch. Jetzt. So. Okay. Kommt keiner, dann können wir ja einmal fahren. Ich glaube, jetzt müssen wir wieder zur Dings hin. Wir haben gerade mal 5 XP bekommen. Was ist das denn für ein Rotz? Mensch. Menschenskinder, ey. Man müsste mal echt irgendwie mehr XP bekommen. Ne? Das ist irgendwie traurig, dass man nur so wenig bekommt. In diesem Spiel. Aber naja, man kann ja nicht immer alles haben im Leben. Wäre schön, wenn man alles im Leben haben könnte. Man bräuchte ein paar Millionen und dann würde es gehen, aber... Nee, eigentlich bräuchte man keine Millionen, man bräuchte eigentlich unendlich viel Geld, ne? Also eine Trilliarden gefühlt oder so. Trilliarden? Ist das... Ist Trillion und Trilliarden eigentlich dasselbe? Also... Das ist jetzt mal eine dumme Frage, aber ist Trillion und Trilliarden dasselbe? Weil es... Gibt's Trillionen? Gibt's Trilliarden überhaupt? Irgendwo kommt hier ein Blaulichtauto her. Okay, doch nicht. Also es wäre mal wirklich eine vernünftige Frage. Ich hoffe mal, dass dieses Ding... Ach, das Ding ist wieder hier oben. Dann fahren wir mal eine extra Runde, würde ich sagen. Ja.
So, also Lieferung haben wir abgeholt. Jetzt müssen wir also das ist jetzt eigentlich die Lieferung, die wir dann gehen. Also wir fahren praktisch gerade eine Lieferung. Die Lieferung haben wir von dort hinten abgeholt und jetzt liefern wir die. Ja. This is it. So, geliefert. 44 XP. So, wir sind jetzt schon bei 5 Minuten. 5 Minutes geht dieses Video. Gerade. Es wird auf jeden Fall eine XXL-Folge von Notruf Hamburg. Genau, was macht dieses grüne Auto hier? Das, ja, das gehört hier nicht hin, denn das ist eigentlich nur ein Hafen. Eigentlich müssten die hier so Boote und so Schiffe hinmachen. Ach, ich bin falsch reingefahren. Ach, fick dich. Ich wollte hier gar nicht reinfahren. Das ist irgendwie, ja, scheiße, ne? Einfach nur Dreck. Einfach nur dreckig. Richtig Dreck. Ich komme mir gerade so vor, als würde ich gerade aus dieser LKW-Firma gerade wieder rauskommen und gerade meine Schicht beginnen. Aber die Schicht ist ja schon begonnen, ne? Wir haben gerade mal 50 XP von 700. Ah. Also es ist ungefähr 700. Es kann natürlich auch 800 sein. Wir könnten auch eigentlich 800 machen. Fällt mir gerade mal so auf. Und auf jeden Fall will ich endlich diesen scheiß verfickten LKW. Noch kann man beleidigen. Nur weil noch bin ich nicht monetarisiert. Und kriege kein Geld für YouTube. Und kann halt noch diese Schimpfwörter sagen. Boah, jetzt kommt hier irgendwo Polizei, ja? Kommt die noch mehr? Nee. Es klingt mal so, als würden die von hinten irgendwo kommen. Aber kommen die gar nicht. Warum blinken die Ampeln eigentlich gelb? Dim dim de dim 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 dim. Oh, dim dim de dim dim. Ah, au, ADAC, du bist ein Tee. Und ich trinke gerne Tee. Nee, Tee, also ich trinke nur Krümeltee. Krümeltee, also diese Tee-Dinger in diese Box immer. Das finde ich am leckersten. Diese Tees in diesen Beuteln. Also ich mag überhaupt keinen Tee, was so in Beuteln ist. Also wenn ihr versteht, was ich meine. Ich hasse das. Ich mag diesen Tee nicht. Ich weiß auch nicht warum, aber das ist irgendwie. Nee, das schmeckt einfach nicht. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr so isst. Würde mich mal interessieren. Ich glaube, ich muss nach hier hinten irgendwo, ne? Oh, hier ist ein Blitzer, 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 Blitzer. Ah! Verdammt. Bleib grün. Ampel, du bleibst grün. Wenn du nicht grün wirst, nicht rot, ja, genau jetzt wird er rot. Ja, ich habe auch immer einen Einsatz auf einer Stelle. So, 70 km/h dürfen wir fahren. Ich war natürlich schneller, denn ich habe keinen Bock auf 70. Außer jetzt, weil hier ein Blitzer ist. So, und jetzt fahren wir erstmal ein bisschen 80 oder so. Ich muss noch weiter. Ja, hier ist 50, ist mir shit egal. Ich fahre schneller. Denn ich darf das. Ich muss schnell liefern. Oh. Ja, okay. Da habe ich gerade nicht aufgepasst. Aber egal, also ich muss hier rechts. Warum blinken paar Ampeln, aber paar Ampeln blinken auch nicht so, hm? Also ein paar Ampeln blinken und aber auch ein paar blinken nicht so. Nicht wundern, dass ich geradeaus weiterfahre. Ich muss einmal drehen, weil sonst komme ich da nicht hin. So. Machen wir mal Warnblinker an. Dann liefern wir einmal diesen E-Club. 47. Ich mache immer das Höchste, weil das Höchste gibt es halt auch mehr, ne? Es könnte sein, dass wir jetzt. Wir müssen zur LKW-Firma wahrscheinlich. Dann fahren wir mal dorthin. So. Wir müssen zum Hafen. Also 93 XP haben wir gerade mal.
Schmeckt auf jeden Fall. Also ist auf jeden Fall eine nice Sache. Okay, fahr mal kurz hier langsam. Ja. Fahr bitte gerade. Hund. Wenn man nicht gerade fahren kann, dann soll man dieses Spiel hier nicht spielen oder einfach einen Führerschein machen. Das wäre auch eine Option. Ah, ich muss hier links. Ach, ich muss hier wieder diesen Waffenladen. Werkzeugladen. Waffenladen. Wie komme ich denn jetzt auf Waffenladen? So, dann müssen wir jetzt noch da hinten. Und das ist auf jeden Fall über der Brücke. Oder über diese Straße da. Ja, die dritte Ausfahrt müssen wir nehmen. So, und jetzt müssen wir hier über diese Brücke. Das war nicht gewollt. Man hat halt gerade nicht gesehen, woher der kommt. Das ist immer schade, man sieht halt nicht immer, wo die Polizei und so herkommt. Ich weiß gar nicht, wo ich das jetzt hinliefern muss. Muss ich jetzt wieder hier hin? Gehen liefern oder was? Auf der anderen Seite, okay. Ampel. Ja, fast gegen die Ampel gefahren. Ach, ich muss die Tankstelle hier beliefern. Es wird auf jeden Fall ein Video zu diesem neuen LKW dann geben. Wenn ich dann 700 XP habe. Das dauert da zwar noch ein paar Minuten hier. Aber das werde ich auf jeden Fall mit euch zeigen. Und dann auch ein bisschen. Im Prinzip ist halt das immer dasselbe mit dem LKW. Weil du brauchst ja immer XP, 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 bis du dann halt LKWs hast, ne? Im Prinzip ist das eigentlich immer dasselbe. Du gehst arbeiten, also du lieferst Sachen, holst die App, die holst die ab, lieferst und dann machst du halt wieder dasselbe so. Im Prinzip ist es eigentlich dasselbe, ne? Was man die ganze Zeit macht. Aber naja. Ich fahre jetzt einmal hier drüber. Wo komme ich denn da rein? Ach hier. Hier komme ich nicht so rein, da muss ich ein bisschen rückwärts fahren. Och, Junge. Weil er mich jetzt gerammt hat, komme ich nicht rein. Jetzt. So, 51 XP. Und dann sind wir auch schon bei 200. So, dann fahren wir mal weiter. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich hin muss. Ja, ich muss hier rechts, hier links irgendwo wieder hin. Wir nehmen mal die dritte Ausfahrt.
Oh, kann mit dem LKW nicht gut lenken. Ah, ich muss hier wieder liefern. So, jetzt muss ich nach links. Okay. So. Da mal weiter, würde ich sagen. Jetzt fahren wir hier mal rechts. Und dann die zweite Ausfahrt. Glaube ich, ne? Die zweite Ausfahrt ist das. Ja, müsste die zweite Ausfahrt sein, ja. Und dann einmal über die Brücke. So. Ich fahre hier immer rechts rein, ne? Ist irgendwie eine Angewohnheit. Warum ist hier ein ADAC-Wagen? Ach, ich beliefer wieder die Tankstelle. So, 46 zum Parkplatz. Der ist doch hier direkt um die Ecke. So. Dann fahren wir einmal rechts. Dann fahren wir einmal rechts. Und dann müssen wir, glaube ich, nochmal rechts, ne? Ja. Und dann ist hier eine rote Ampel. Ich fahre mal rechts, um zu gucken, ob ich da lang muss. Wäre eine Möglichkeit. Luftohr. Was für Luftohr? Man, ey, die nerven so hart, ne, diese Scheißbullen. Meine Güte, lass mich doch mal in Ruhe. Du kannst so schießen, wie du willst. Ey, nee, nee, komm. Dann verpiss dich doch, du Scheiß. Bulle. Meine Güte, die haben nichts anderes zu tun und belästigen dann andere Menschen im Spiel. So. Och, jetzt wird's auch noch rot. Ich bin gerade ein bisschen genervt, Chat. So.
Och Mann, du Hurensohn! Leute, ich mach mal kurz einen Cut und laufe eben hin. So, Leute, ich hab mal kurz einen Cut gemacht. Ich bin jetzt wieder da. So. Ich weiß nicht, warum man so nerven kann, dermaßen nerven kann, aber. Ja. Also, ihr seht jetzt, ich habe wieder 0 XP, weil ich einmal aus dem Spiel gegangen bin und wieder reingegangen bin, weil ich keinen Bock hab zu laufen. Ja. Genau, deswegen bin ich jetzt gelaufen. So, dann fahren wir jetzt immer weiter. Ah, wir müssen hier links. Jetzt muss ich nach links. Also mir fehlen jetzt noch ungefähr so 500 XP. Und dann bin ich fertig. Frag mich nicht, warum es gerade hier leckt. Das ist nicht mit Absicht. So. Och nö. Kann er sich hier verpissen? Ich muss hier rein, Polizist. Oh. Meine Güte, ey.
kann sie doch nicht hier reinstellen. Mann, dieses Video wird definitiv eine Stunde gehen, wenn hier nur so Idioten sind. Wenn hier nur Idioten sind, ey. So, tanken müssen wir eben einmal. So, und jetzt tanken. Er ist genau dann grün geworden. Perfekt. So. €362 kostet das. Ah ja. So, jetzt sind wir wieder da, perfekt. Jetzt können wir dann meine Readings. Okay, ich muss doch nicht links. Rechts meine ich, muss mich gerade aus, hab ich gerade gemerkt. Muss wieder auf die andere Seite. So. Ich bin doch ganz normal gefahren. Na egal. Hä? Das rückwärts gefahren, aber einmal war es weg. So, 35. So, perfekt. Es fehlt immer noch 400 XP. Aber so ist das Leben. So, dann sind wir gleich da. Ja.
So. Die Ampel ist grün, dann können wir weiterfahren. So. Das ist ja direkt hier vorne diesmal. So, okay, dann muss ich jetzt, glaube ich, wieder zum Hafen. Anscheinend gibt es auch keine Feuerwehr. So, dann warten wir hier einmal. Okay, perfekt. Nein. 41 XP. 33 Minuten geht die Aufgabe Aufnahme schon. Aufgabe, genau. Ja, ja. So ist es. Jetzt wieder 70 km/h, perfekt. Ist eigentlich überhaupt eine Autobahn? Ich glaube, hier gibt es eine... Stimmt, in dem Spiel hier gibt es gar keine Autobahn. Hier gibt es nur so Schnellstraßen halt, ne? Someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. Oh. You think I would look pretty on your arm once you cover up my face. Ah ja, ich fahre mal direkt dagegen. Keine Ahnung, was er jetzt machen wollte. Also es sind echt keine Polizisten da, ne? Feuerwehrleute da. Okay. Hä, was machen die hier? Wo muss ich überhaupt hin? Ah, links.
Okay. Wie viel Uhr haben wir? 6 Uhr, okay. 6 Uhr ist es. Ja, fahr doch jetzt! Und dann halt nicht. Anscheinend weiß er nicht, dass das nicht Polizei ist, aber... So. Fahrzeughändler. Dann fahren wir jetzt mal weiter. Keine Ahnung, was der Krankenwagen gerade von mir wollte. Ist aber auch egal. So. Und dann fahren wir jetzt mal hier rauf. So. Let's go. Dann einmal links abbiegen. So. Und dann ist diese Ampel wieder rot. Und jetzt ist sie wieder grün. Bruder, was ist denn hier schon wieder los? Ey, immer an diese Scheißstraße hier vorne. So, einmal umfahren. I can't seem to get you off my mind. And I'm alright.
Okay. Muss man nicht verstehen. So. Uah. 50 Minuten geht das jetzt schon. Das Video. So. Dann biegen wir mal rechts ab. Warum sind denn hier noch Partikel, wenn gar nichts mehr ist hier? Egal. Ich fahre zum Haus. Ach ja. Also 300 habe ich gleich. Noch 200 fehlen mir dann. Ich mache mal aber bis 600. Sicher ist sicher. Ah ja. Was auch immer gerade mit dem LKW war. So, 70 km/h darf man fahren. Und dann wieder hier rechts. So. Zack. Dann fahren wir jetzt einmal dahin, würde ich sagen. Und dann links gleich. Das heißt, muss hier links.
So. So, und dann geht's weiter. Jetzt müssen wir hier gleich rechts. Warum habe ich denn jetzt erst 55 XP? Okay, ich würde sagen, die anderen 300 XP mache ich dann nochmal in einem anderen Video. Denn, das geht jetzt hier schon eine Stunde. Ja, also diese Strecke hier mache ich noch. Offscreen weiter. Und damit würde ich sagen, wenn euch dieses Video, dieses XXL-Video vom LKW gefallen hat, lasst mal ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schreibt auch gerne in den Kommentaren, wie ihr dieses XXL-Video fandet. Und vielleicht wollt ihr auch mehr davon in Zukunft. Ja, in Zukunft werde ich auch, das wollte ich noch erwähnen, nicht mehr Roblox spielen. Also so nächstes Jahr ungefähr. Ja, wobei doch, nächstes Jahr werde ich auf jeden Fall nicht mehr Roblox spielen. Zumindest nicht mehr jeden Tag. Also ich werde schon Roblox spielen, aber nicht mehr jeden zweiten Tag. Denn ich habe vor, die ganze, also Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag auch Videos zu drehen. Das heißt, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag kommen Videos. Aber erst halt mit, das kommt erst nächstes Jahr. Und damit würde ich auch mit dem X0X unterstrich, wie auch immer der heißt, Banana, das Video beenden. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, lasst, wie gesagt, ein Like, ein Abo und ein Kommentar da. Genau, und schreibt natürlich auch gerne eine positive Bewertung oder eine negative Bewertung in den Kommentaren, damit ich die Videos auf jeden Fall besser machen kann. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, ein Abo und ein Kommentar da. Wie habe ich es jetzt? Ich habe jetzt schon zum 100. Mal gesagt. Ich würde sagen, ciao, ciao.